Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der Imperator Nikolai dem I., dem russischen Schlachtschiff auf Tier 4 im Standardmodus. Hier ist die Nikolai, ich fahre sie immer wieder gerne. Ist ein tolles Schiff, kann richtig einstecken und auch richtig austeilen. Ja, schauen wir mal. Also Tier 4 bedeutet natürlich, dass man da noch nicht so wahnsinnig viel ausbauen kann. Also natürlich habe ich alles reingesteckt, was irgendwie geht. Ist ja auch ein Premium, also insofern kann man nicht wirklich was ausbauen. Aber jetzt Verbrauchsmaterialien oder auch Verbesserungen, wer sich das genauer angucken möchte, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken. Bloß wie gesagt, es gibt hier noch nicht allzu viel zu sehen. Wo wir ein bisschen genauer hingucken können, ist vielleicht beim Kapitän. Das wäre jetzt hier. Also ich will wissen, wie oft ich aufgeschaltet bin. Turmdrehung ist, finde ich, bei Russen auch immer wichtig. Adrenalin, logisch. Und dann habe ich so ein bisschen die Reichweite der Secondary verändert. Ist bei der Nikolai natürlich mehr oder weniger eine Katastrophe. Und Tarnungsmeister natürlich auch. So, ja, und da haben wir schon die Katastrophe. Wir haben nämlich einen Flugzeugträger im gegnerischen Team, aber dafür haben wir auch einen eigenen, das ist alles gut. Nur das Problem ist einfach, der Nikolai, wenn sie angeflogen wird vom Flugzeugträger, tja, sie kann sich nicht wehren. Also insofern, ja, der Skill auf Secondary und jetzt eben auch Flugabwehr, die Verlängerung der Reichweite. Es schien mir das Sinnvollste zu sein. Da kann man sicherlich drüber streiten. Man kann auch gegen Brand skillen oder man kann eben auch nochmal ein bisschen mehr auf Torpedoerkennung. Aber naja, wir schauen einfach mal. So, hier sind wir jetzt unterwegs gegen 5 Zerstörer und eben den Flugzeugträger. Tja, und der Rest sind dann noch 2 Kreuzer und 4 Schlachtschiffe. Es ist ein Standardmatch. Ich glaube, das Thema Spotten, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Da haben wir tatsächlich jetzt den Flugzeugträger und eben 5 Zerstörer, die das für uns tun können. Das Problem ist, auf der Gegenseite ist es eben auch so. Und das wird wohl bedeuten, dass wir das ganze Spiel über immer offen sind. Und das ist sowieso mit der Nikolai so eine Sache. Also wer mit einem Schlachtschiff gerne snipert, der ist in der Nikolai sowieso falsch. Denn die Nikolai hat nur eine Reichweite von 14,1 Kilometer. So richtig heftig wird es aber dann auch erst, wenn man mit der Nikolai tatsächlich mal so auf 10 Kilometer ranfährt. Aber das gilt nicht nur für die Nikolai, das gilt im Prinzip für alle Schlachtschiffe. Sie werden, je näher sie kommen, stärker und stärker und stärker. Es geht um die Streuung, die natürlich extremst dann verringert wird. Ja, und schon sind wir gespottet. Oh, jetzt aber auch nicht mehr. Na gut. Also es geht um die Streuung, die da natürlich ganz anders ist. Und es geht dann letztlich auch um die Anzahl der Treffer, die dadurch härter wird und besser wird. Und genauer meistens auch, weil man eben nicht mehr so sehr wie so eine Gießkanne die Einschläge rund ums Schiff hat. Das heißt für uns jetzt hier, und deswegen sind wir auch schon auf dem Kurs, ab nach vorne. Denn das ist ein Dreier-Vierer-Match und jetzt sind wir mit der Nikolai dann auch mal Top-Tier. Ja, dann wollen wir das logischerweise auch gleich nutzen und auch umsetzen. Und das heißt, ran an den Feind. So, da ist noch nicht viel, worüber wir uns unterhalten können, was man jetzt beschießen könnte. Das Problem beim nach vorne fahren ist natürlich auch immer, dass man dann auch meistens noch vom Flugzeugträger gefokust wird. Da kann man nur hoffen, dass jetzt unser Flugzeugträger da seine Fighter schlau einsetzt. Aber wir werden es alles erleben. So, wir haben hier an der Seite, oh, da geht es auch schon los, der erste Zerstörer ist raus, sehr gut. So, und wir haben an der Seite unsere beiden Schlachtschiffe. Mal gucken, ob wir uns auf die verlassen können, aber hoffen wir einfach mal, ne? So, Orion, ja, kommt langsam näher. Und wir kommen der Orion auch näher. So. Jetzt wollen wir doch mal schauen. Wer ist da, dem wir mal einen kleinen verpassen können? Und im Prinzip ist es im Moment nur die Orion. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen ein blinder Schuss. Mal schauen, was das Trefferbild sagt. Nur immerhin 2,8. Nehmen wir mal so mit, nehmen wir so an, ist okay.
geht besser. Aber die Antwort der Orion geht komplett ins Wasser, also insofern sind wir doch ganz gut dabei. So, die Karlsruhe. Wenn es geht, natürlich immer auf die Kreuzer zuerst, aber der dreht sich nun komplett raus. Na? Ja, fährt auch weg. Oh, die Campbelltown. Ja, dann müssen wir mal auf den richtigen Moment warten. Das ist natürlich jetzt so. Eindrehen. So, jetzt wird er sich noch ein bisschen weiter eindrehen. Und jetzt kriegt er einen von vorne. Und Campbelltown. Yo, das waren mal 6000. Und da ist nicht mehr viel von da. So, und den Rest, den kann da unsere Isaslav nehmen. Jupp, da ist das auch soweit. Sehr schön. Da haben wir doch mal dem angreifenden Zerstörer ordentlich einen verplättet. Müssen jetzt aber auch ein bisschen abdrehen, weil wenn der jetzt noch seine Torps rausgekriegt hat, dann sollen die uns auch nicht erreichen können. So, schauen wir mal. Jetzt sind wir eigentlich auch weit genug weg. Können wieder ein Stückchen zurückdrehen. Die Türen. Ja. Ein bisschen breitseitig. Und jetzt fährt er offensichtlich auch nochmal ein bisschen mehr Richtung Cap. Torpedos achte aus. Ja, Torpedos achte aus. Oh, ignorieren wir. So. Ja, und da gibt es doch mal 9300. Das ist doch schon nett. Also, ja, South Carolina schießt HE, das ist nicht so nett. Aber okay, ist ja auch nur auch mal nur der Dreier und nicht der das Top-Tier hier. Also insofern darf er. So, da kommt jetzt die Umikaze. Der kommt auch nur wieder hier rein, weil er in der Fail-Divi drin ist. Zusammen mit dem Dreier kommt der Zweier jetzt hier nach. Dann wollen wir doch mal schauen, dass wir dem Zweier mal zeigen können, dass eine Imperator Nikolai mit AP auch richtig austeilen kann. Jo, und weg ist er. Zack. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer. Sehr schön. Zerstörer ist weg, denn die Umikaze, muss ich sagen, also auch wenn es nur ein Zweier ist, aber durch die Länge der Torpedos, die der raushauen kann, ist das auch ein relativ gefährlicher Gegner gewesen. Jetzt nicht mehr. So, wir fahren weiter nach vorne. Wir machen hier Druck. Ist ausgeglichen. Wir haben jeder drei Zerstörer verloren. So, die Türen. Ah, willst du dich noch weiter drehen? Ja, das sieht so aus. Auch er dreht sich und dreht sich. So, sehr schön. Jetzt hat er fast wieder Breitseite. Ja, und jupp, da gehört er uns. Sehr schön. Eigentlich würde ich ja immer auf den Kreuzer schießen, aber wenn ein Schlachtschiff so runtergeschossen ist und dann so Breitseite zeigt, der gehört einfach rausgenommen. So, jetzt sind wir auch schon leicht in Front. Nämlich genau um dieses Schlachtschiff. Das ist sehr schön. Und nun müssen wir wieder sehen, dass wir, ja, Dankeschön, hier eben nicht sofort wieder angesteckt werden. Aber doch, ist natürlich der Fall. Aber ein Brand wird nicht gelöscht. Der tickert. So. Jo, und jetzt gibt es einen auf die Karlsruhe. Und zwei Brände, die werden wir aber löschen. So, Karlsruhe. 4-3. So, und immer schön in Bewegung bleiben, dass auch das Zielen für die Kreuzer nicht so einfach wird. Und jetzt müssen wir einfach hier mal ein bisschen um diese Insel rum. Das heißt, wir müssen auch für einen Moment diesen Schlachtschiffen hier vorne Breitseite zeigen. Aber, ja, das hat eben auch den Effekt, ja gut, sind wir ganz gut rausgekommen. Hat natürlich jetzt auch den Effekt, dass wir im Moment hier breitseitig zu denen stehen. Und wollen wir nochmal schauen. Naja, 7-7, okay, das wäre jetzt noch vielleicht ein bisschen schöner gegangen, aber gut, wir nehmen das so, wie es kommt. Und da hinten die Langley, der ist auch die ganze Zeit offen, da ist er. So, dann werden wir mal nicht zu weit wegfahren. Weil, wie gesagt, wir haben unsere 14 Kilometer, so, jetzt sind wir auch aus, okay, so, Langley, du fährst doch, oder? Ja, das sieht so aus, der bewegt sich. So, mal ein bisschen abbremsen hier, leicht vorhalten. Weil wenn der jetzt weiter in diese Richtung fährt und noch ein Stückchen weiter abdreht, ja, und das macht er wohl offensichtlich, dann gibt's einen auf die Zitadelle und die Langley ist weg. Sehr schön. So, wenn der Flugzeugträger raus ist, ist das schon mal die halbe Miete. Die anderen haben auch nur noch einen Zerstörer. Gut, wir haben auch nur noch zwei, aber wir haben immerhin noch zwei. So, wollen wir mal gucken. Hier, die Courbe. Ja, die Istaslav nebelt sich und schießt aus dem Nebel. So, wir werden jetzt hier wieder ein bisschen beschleunigen, dass wir an dieser Insel vorbeikommen und mal schauen. Der Courbet von vorne einen drauf ist nicht so schön. Oh, er dreht sich. Ja, sehr gut. Na, den Moment noch abwarten. So, jetzt zeigt er ja fast Breitseite. Dann gibt es jetzt ordentlich einen.
Und das war's auch für die QB. Und für uns gibt's den Unterstützer bei 8 durchschlagenden Treffern und einem tatsächlichen Durchschlag. Joa, das war gut. Also das tut dann weh. Also auf dieser Entfernung ist die Nikolai wirklich böse, böse, böse. Da darf man als Schlachtschiff niemals so nah ran und vor allen Dingen dann nicht Breitseite zeigen. So, Orion. Mal schauen. Ah, ja, der dreht jetzt so ein bisschen schon weg. Aber na gut, 5-8 ist jetzt nicht wirklich so richtig toll, aber ist okay. So, und wir machen hier weiter Druck. Mal schauen. Unser Isaslav, der schießt da munter noch aus seinem Nebel. Er muss aber auch nicht spotten, weil letztlich, ja, spotten wir. Ja, jetzt brennen wir auch mal wieder. So, South Carolina. Du schießt da die ganze Zeit auf mich. Ja, dann schießt dich doch einfach mal zurück. So, 4-2. Egal. Hin da, ran da. Immer näher kommen. Je näher wir der Sache kommen, umso härter können wir austeilen. Und wenn man immer wieder mal auch auf die Gegner eindreht, ja, South Carolina raus. Also wenn man immer mal auf die Gegner eindreht und nicht nur Breitseite zeigt, dann überlebt man das auch. So, Caledon. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Das müsste in etwa hinkommen. 11 Kilometer. Boah, die Salve kommt gut. Ja, da gibt es auch da einen auf die Zitadelle und die Caledon ist raus und die Krake ist freigelassen. So, die G101 wäre natürlich auch ein tolles Ziel gewesen. Das wäre nur eine Murmel gewesen, die hätte treffen müssen, aber so ist alles gut. So, diese Karlsruhe. Jetzt brennen wir schon wieder zweimal. Da werden wir also jetzt löschen, logisch, und gleich nochmal wieder reparieren. So, und bevor es auf die Orion geht, gibt es einen für die Karlsruhe. So, mein Lieber. Und nun wollen wir ein bisschen genauer hinhalten da. So. Nun wollen wir mal schauen. Oh, die sehen auch nicht so schlecht aus. Och komm. 3-4 tatsächlich. 4 Treffer. Naja, gut. Nehmen wir so hin, wie es ist. Es sind die letzten beiden Verbliebenen, die wir jetzt hier noch sehen. Und wir fahren hier immer munter weiter geradeaus, machen immer weiter Druck. Und jetzt ist das natürlich mit dem Druckmachen auch nicht mehr ganz so schwer. So, Karlsruhe ist raus. Die Orion, oh, das ist ja auch schon fast wieder eine schöne Breitseite. Da können wir auch nochmal richtig einen einschenken. Und, ja, da gibt es den Großkaliber und ja, dann ist das Spiel hiermit auch schon zu Ende. So schnell kann es gehen. Also 86.344 Schaden mit 2 Zitadellentreffern, 61 Zieltreffern, 5 Schiffe versenkt. Gab den Unterstützer, es gab Dreadnought, es gab die Krake, es gab Feuerfest und es gab den Großkaliber. Auszeichnungen ohne Ende und das Ganze in den paar Minütchen. Also das ist doch eine schöne Sache. Zeigt, wie gefährlich auch auf Tier 4 ein Schlachtschiff sein kann. Und die Nikolai ist da wirklich gefährlich. Solltest du also im Gegenteam mal eine Nikolai haben, dann sieh dich vor, zeig ihr niemals die Breitseite und als Kreuzer fahr, wenn du kannst, nicht näher als 12 Kilometer ran. So, in der Teamwertung sind wir auf 1, ja, mit 1133 Basiserfahrung ist auf Tier 4 auch schon was Schönes. Und dann schauen wir doch mal, also wir haben die Courbet rausgenommen, die Tyrenne rausgenommen, die Caledon rausgenommen, die Langley rausgenommen und die Umikaze rausgenommen. Haben denn der Orion noch ordentlich einen eingeschenkt, der Karlsruhe dann doch noch ein bisschen was abgenommen und auch der Campbelltown diese eine Salve verpasst. Also ich muss sagen, es war eine interessante Runde, auch wenn sie nur kurz war. Gefechtsdauer 11 Minuten 7 Sekunden, das ging schnell, potenzieller Schaden fast 1,2 Millionen. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, wenn dir es auch gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Kannst auch gerne auf Twitch mal vorbeischauen. Freue ich mich auch, wenn du live dabei bist. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.